das ist der Verhalten angeschaut und sich angeschaut, die haben damit überhaupt nichts anfangen können. Und dann hing irgendwo ein Che Guevara-Poster und da war eine junge Frau und sie hat gesagt, sie kann mit dem nichts anfangen. Was hat das mit ihr zu tun? Sie ist hier, sie will protestieren, sie artikuliert sich, die Leute haben unglaublich artikuliert, aber das war sozusagen nicht mehr das Modell der Rebellion, nach dem die agieren. Ja, und die Che Guevara-Poster kann man ja mittlerweile auch beim C&A oder sonst wo oder beim H&M oder irgendwo kaufen. Also da ist es ja auch gelungen, und ich meinte ja mit, nicht, dass der Kapitalismus in dem Sinn totalitär ist, dass er alles beherrscht, aber dass er ein unglaubliches Integrationspotenzial hat. Und zum Beispiel diese linken Ikonen hat er ja sehr stark integriert. Also daran ist nicht mehr viel aber ich glaube, er hat auch dieses ganze Pathos des, also um es jetzt ganz böse zu sagen, er hat das Pathos der Systemfrage auch integriert. Deshalb gibt, glaube ich, auch das Protestformen heute andere Formen, also das Protest heute andere Formen entwickelt, die ja teilweise auch sehr, sehr regional verschieden sind. Und ich möchte nochmal darauf kommen, es gibt natürlich Verbindungen, es gibt wahrscheinlich heute jetzt rein technisch gesehen viel mehr Verbindungen und viel mehr Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch riesige Unterschiede. Also ich glaube, zum Beispiel, um nochmal auf diese Occupy-Geschichte zurückzukommen, es gibt nicht, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Ja? Und es lässt sich auch nicht das, was im Arabisch... Und, war ich jetzt? Nein, jetzt ist es wieder weg. Ja, ich hoffe, die Technik haut jetzt hin. Okay. Ich denke, dass man da ganz große Unterschiede sehen muss. Und es ist ja nicht so, ich will ja, um das noch einmal klarzustellen, worauf ich hinaus will, ich glaube, wir müssen unseren Diskurs ändern. Wir müssen die Art, wie wir uns als Protestierende oder als Widerständige denken, verändern. Und wir müssen die Art, wie wir darüber reden, verändern. Ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist. Warum? Weil... Warum? Frage 1, warum? Und zweite Frage, die würde mich einfach bei Ihnen interessieren. Was ist Ihre, wirklich grob skizziert, aufgrund der ganzen Krisenökonomie, die wir haben, was ist Ihre Zukunftsperspektive vom System? Also was wird real eintreten? Ich habe keine Ahnung, was real eintreten wird, weil es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Man kann sagen, was man sich wünscht, das eintritt. Oder ich meine, die Frage kann ich nicht beantworten. Die erste Frage war, warum wir darüber, weil ich glaube, das habe ich, also jetzt drehen wir uns im Kreis, jetzt müssen Sie dann intervenieren, dass wir weiterkommen. Warum man nicht. Was? Noch viel nichts spannend. Also warum man nicht so darüber sprechen kann, ist, weil das ein Diskurs ist, der in die Sackgasse führt. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Weil man muss erstens einmal sehen, man darf ja erstens einmal die Sackgasse ist, dass alle kleineren Protestbewegungen, sozusagen alles, was nicht auf Systemebene politisch funktioniert oder Proteste, die entstehen, desabliert. Das ist einmal das eine. Wenn es geht sozusagen, wenn man sagt, wenn es... Also begrenzte Themenbereiche... Ja, zum Beispiel. Das ist alles nichts, weil das immer innerhalb der Systemlogik agiert und damit das System stärkt aus dem Diskurs heraus. Das heißt, es gibt sozusagen nur die große Geste oder es gibt sozusagen den großen Knall und alles, was drunter ist, wird desavouiert. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns wehren. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, es macht uns auch... diese Art von Reden macht uns auch insofern blind, weil es uns nicht zeigt, wie viel Bruch, wie viel Brüche und wie viele Möglichkeiten es gibt für Intervention und für Protest. Und welche Möglichkeiten wären das jetzt aus Ihrer Sicht? Also wo ist dieses Widerstandspotenzial jetzt? Kann sich aus solchen Bewegungen auch mehr entwickeln? Oder... Ich denke schon. Also ich denke, dass so naiv vielleicht viele dieser Bewegungen sind, sie haben deshalb das Potenzial, weil ich glaube, es gibt ein Wort, das hier noch zu Recht nicht gefallen ist oder was fehlt, das ist nämlich das Wort Demokratie. Das hat hier noch keiner gesagt. Und ich glaube, die Entscheidung, die wir in nächster Zeit zu fällen haben werden, ganz großgesellschaftlich gedacht ist, dass das System ist, das weiterhin das vorherrschende politische System sein wird oder nicht. Im Moment erleben wir ja eine massive Entdemokratisierung
in Europa zumindest, während wir parallel dazu in anderen Weltregionen teilweise Kämpfe um Demokratie erleben, aber unter diesem Autoritarismus findet de facto eine Entdemokratisierung statt. Aber wo gibt es letztlich auch dagegen heute Widerstandspotenzial? Wo würden Sie das sehen? Also, ich weiß, woher Widerstand kommt. Widerstand kommt aus dem Gefühl von Ungerechtigkeit. Und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit definiert sich jetzt nicht an irgendetwas Abstraktes, sondern es definiert sich daran, ob etwas anderes möglich ist, das wird vorenthalten. Wenn Sie krank auf der Straße liegen und niemand bringt Sie ins Krankenhaus, weil Sie jetzt keine Krankenversicherung haben, das wird jeden empören, weil es einfach als Ihr Recht gilt. Nicht? Das ist einfach so. So glaube ich, definiert, daraus kommt aus der Empörung heraus, und aus der Empörung über Ungerechtigkeit. Aus der Empörung über Ungerechtigkeit und eine Ungerechtigkeit abschaffbar ist. Das ist wichtig. Daraus kommt der Widerstand. Da ist er immer hergekommen. Ist nichts, was heute kommt. Ich glaube, da kann man immer her. So aus dieser Ecke raus. Kommt trotzdem nochmal zurück auf das, was wir eben gesagt haben. Ich kann es aus meiner Sicht von mir aus selber und ich glaube auch von der politischen Analyse her, kann ich nicht anders rangehen, als mir auch die Verlängerung dessen vorzustellen, was heute ist, wenn das so weitergeht, wenn die Krise weitergeht, was da auf uns zukommt. Manchmal schaut man ja Fernsehen, ich gucke kürzlich ins Fernsehen rein, sage ich, den gibt in Deutschland den Fernsehphilosophen Brecht, heißt er, glaube ich, mit Nachnamen nicht, und dann sitzt man in einer Talkshow sitzen. Und dann fängt er an, darüber zu reden, es ist aufgrund der medizinischen Fortschritte und so weiter, sterben die Leute heute nicht mehr, wie es früher so war, 3 Jahre nach der Rente, sondern einfach später. Nicht? Und können wir nicht mehr bezahlen. Der Grund können wir nicht mehr bezahlen, auf einmal nicht. Und dann kommt als Fantasie, wir müssen jetzt ein Zwangsjahr einführen für Rentner. Nicht? Auf einmal, was es hier für Diskurse gibt, da sitze ich da und denke, jetzt ein Zwangsjahr für Rentner. Also es kann nicht sein, dass die Leute mit 67 auch nicht später, mit 70 nicht später gehen. Nein, auch wenn sie 74, 75 sind, dann müssen sie ein Jahr für die Gesellschaft sozusagen noch bringen. Die sollen sich unentgeltlich, weil sie kriegen ja die Rente und so weiter. Und dann kommt mir in den Kopf, das tritt auf einmal jetzt in der Krise, tritt die Volksgemeinschaftsideologie nach vorne. Auf einmal muss man was für die Gemeinschaft bringen. Wo die großen Reichtümer früher verteilt worden sind, hat das nicht gegeben. Es gibt nur Individualismus, es gibt am besten im Neoliberalismus gibt es sowieso keine Gesellschaft mehr, sondern nur noch die einzelne Figur, die sich da durchs Leben schlägt und mit allen anderen in Konkurrenz ist. Und dann sehe ich, was da für Diskurse kommen. Und das ist für mich Anzeichen eines neuen Faschismus, der kommen wird. Und der steckt immanent in diesen Verhältnissen drin. Und da nützt es mir gar nichts zu sagen, ja, es gibt auch noch andere Potenziale oder sonst irgendetwas. Oder es tut sich so viel. Vielleicht tut sich gerade noch eine ganze Menge in dieser Gesellschaft. Aber was passiert? Und gerade wenn Sie sich die technologische Macht anschauen, die über diejenigen verfügen, die Gesellschaft heute in der Hand haben oder nach deren Prinzipien sie läuft, dann kann ich Ihnen sagen, da ist das, was an Möglichkeiten beim Nazifaschismus bestanden hat, das ist noch eine Kleinigkeit gegenüber dem. Diese Art von Durchdringung, die da ist, diese Art von Überwachung und Kontrolle und Einsatz und Bewusstseinsmanipulation und so weiter, was es da an Potenziale gibt, die werden nicht eingesetzt, stimme ich ihm zu, ich sehe das noch nicht, aber sie könnten eingesetzt werden. Und wenn ich sehe, in welche Richtung diese Diskussionen laufen und wie auf diese Krise reagiert wird, dann sage ich, ist es das, was kommt. Und dann wird Ihnen die Systemfrage, die Sie sagen, von links darf die nicht gestellt werden, oder wenn Sie die stellen, dann ist das eine Diskussion, die schon oder eine Frage, die schon mal in die Sackgasse geführt hat, und das würde sich nur wiederholen. Also, zu der werden Sie gezwungen werden, zu dieser Frage. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, was Sie jetzt sagen, ja, obwohl ich in vielen Punkten übereinstimme, aber wenn ich zuhöre, was Sie machen, dann haben Sie uns jetzt genau so eine apokalyptische Darstellung, das war ein Untergangsszenario.
Und ich versuche jetzt nur zu sagen, wie funktioniert der Diskurs? Der Diskurs sagt, es gibt ein Untergangsszenario, der Faschismus, es gibt jetzt den absoluten Faschismus, der kommt, und dagegen können wir jetzt nur vorgehen, indem wir uns sozusagen auf diese Art und Weise politisieren oder Widerstand leisten, indem wir auf das reagieren. Und ich sage, es gibt die Möglichkeit. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass das so geht, aber es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Und so wie Sie vorher gesagt haben, es gibt sozusagen Widerstandspotenzial und es gibt Ressentimentpotenzial. Natürlich ist das brandgefährlich, aber wir wissen nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, und das ist eine offene Situation. Also ich wehre mich absolut dagegen, gegen diese apokalyptische Stimmung. Und nämlich nur aus dieser Apokalypse heraus kann man sagen, wir müssen jetzt hier als Aufhalter fungieren. Und so funktioniert. Und ich glaube, dass das, es geht mir jetzt nur darum, dass das wirklich eine ganz schwierige Position ist. Und ja, es kann sein. Es kann sein, dass es solche Sachen gibt, aber der Faschismus ist nicht da, so lückenlos ist die Überwachung nicht, es gibt das Potenzial, aber es gibt auch sehr wohl ein ganz gegensätzliches Potenzial, wie man gerade in Bezug auf die neuen Medien im arabischen Frühling gesehen hat. Also das ist doch überhaupt nicht entschieden, wie die Situation ist. Und ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Gut, ich möchte jetzt mal hier die Gelegenheit nutzen, dass wir ins Publikum gehen mit Fragen dazu, und wir werden dann nachher noch einmal aufs Podium gehen und hier weiter diskutieren. Aha, es gibt auch ein Publikumsmikrofon, ich sehe aber nicht. Ja, ich sehe genau. Ich sehe nicht, wer sich zu Wort meldet. Also bitte meldet euch, und jemand von den Veranstaltern sollte mit einem Publikumsmikrofon durchgehen. Vielleicht gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr euch sehen. Ja. Da ist eine Wortmeldung. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Klaus Butting, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Und mich interessiert eine Frage, die überhaupt noch nicht am Podium beantwortet wurde oder darüber diskutiert wurde, nämlich die Frage der Rolle des Finanzkapitals. Herr Trello, Sie sprechen vom warenproduzierenden System. Das ist ganz interessant, aber ich denke, da sind wir schon lange davon entfernt. Hier hat sich eine Kaste abgehoben, meiner Meinung nach, deren Machtpotenzial noch gar nicht erläutert worden ist, auch in den Medien. Wie ist hier Widerstand zu leisten? Diese Occupy-Bewegung ist meines Erachtens eine noch viel zu leise Stimme. Wie denken denn Sie, wie sich das in Zukunft entwickeln wird? Danke. Wir sammeln jetzt mal drei Fragen und gehen dann aufs Podium. Gibt es noch eine? Ich sehe immer noch nichts. Insofern, wenn es drei Fragen gibt, sonst kommen wir gleich zu dir. Ich glaube, wir haben jetzt nur die eine. Gut, dann sind wir beim Finanzkapital gelandet. Sie haben völlig recht. Natürlich können wir schon in der Kritik gar nicht mehr vom warenproduzierenden System reden. Wir sehen, was für Finanztransaktionen und die sogenannten Leergeschäfte, virtuellen Geschäfte laufen. Darum ging es mir eben gar nicht darum, jetzt hier eine umfassende ökonomische Analyse zu machen, das würde ich überschriftlich machen. Was die Frage der Occupy-Bewegung betrifft, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, alles, was sich bewegt, ist erstmal gut. Nicht? Das ist, weil es dient, und das ist wichtig daran, es dient der Selbstvergewisserung und der Selbstkonstituierung einer politischen und auch einer sozialen Identität. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man in irgendwelchen Prozessen drin ist. Was ich gut finde an dieser Occupy-Bewegung, dass sie anti-institutionell ist, und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie das auch bleiben möchte, weil in dem Moment, wo sie anfängt, institutionell zu werden, ist sie schon wieder zu Ende. Das ist die Erfahrung der letzten Jahre.